Heute vor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Herr Promny, haben Sie an diesem Tag gemacht? Ja, was habe ich am 9. November 89 gemacht? Also wenn ich drüber nachdenke, was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, sind die Bilder im Fernsehen. Also diese unglaublichen Eindrücke, wo Menschen über die Grenze gehen, eine unglaubliche Freude verspüren, dass sie jetzt aus der DDR ausreisen dürfen. Und dieses Glück, es war einfach irgendwie die Stunde der Freiheit da zu sehen in den Gesichtern der Menschen. Und das fand ich absolut beeindruckend. Und das andere, woran ich mich auch immer ganz gerne erinnere, ist einer meiner älteren Cousins. Der hat so ein Stück Beton aus der Berliner Mauer. Ja? Und das ist ja so das andere Element, wo man dann mit Hammer und Meißel so ein Stück aus dieser Mauer, aus diesem Zwang rausgeschlagen hat. Und der hatte so ein Stück Beton gehabt. Und das fand ich immer absolut faszinierend. Das ist so das, woran ich mich erinnere, wenn ich daran zurückdenke. Und welche Bedeutung hat der Mauerfall für Sie als freier Demokrat? Ich glaube, es ist ein unglaublicher Glücksfall in der Geschichte der Menschheit, weil es eine friedliche Revolution war, die zwei getrennte Länder wieder vereint hat. Und als freier Demokrat ist natürlich was ganz Besonderes, dass da die Stunde der Freiheit gesiegt hat. Also. Wir haben noch drei Zitate für Sie vorbereitet und Sie müssten erraten, aus welcher Feder es stammt. Das erste ist: Ich wünsche mir öfters den Mut von 1989, denn Freiheit ist nicht selbstverständlich. Sie muss errungen und erkämpft werden. War das A, unser Bundesvorsitzender Christian Lindner oder Nicola Behr? Also ich bin bei Christian Lindner. Das ist auch korrekt. Die Forderung nach der Wiedervereinigung halte ich für eine gefährliche Illusion. Wir sollten das Wiedervereinigungsgebot aus der Präambel des Grundgesetzes streichen. Ich kann mir nicht vorstellen, welchen Vorteil die Deutschen aus einer Wiedervereinigung hätten. War das Gregor Gysi oder Joschka Fischer? Also es klingt viel irgendwie nach Gregor Gysi, aber ich weiß, dass das Joschka Fischer war und spricht jetzt nicht gerade für die Grünen an der Stelle, muss ich sagen. Das stimmt. Und unser letztes Zitat für Sie ist: Die Geschichte wäre anders geschrieben worden, wenn diese mutigen Menschen nicht auf die Straße gegangen wären. Es zeigt wieder einmal, Freiheit ist ohne Eigenbeteiligung nicht möglich. War das unsere stellvertretende Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger oder Peter Beuth? Das ist ganz klar, Peter Beuth ist hier raus an der Stelle. Das war unsere stellvertretende Landesvorsitzende, eine starke Frau.